Das ist ein Set, das besteht ja aus 8 kleinen LED-Wänden mit jeweils 3 Panels in Kreisform. Mit diesen 8 Elementen steht aber auch stellvertretend für andere Dinge, die denkbar wären, wie zum Beispiel CO2-Jets, die Flammenwerfer und vielleicht auch Pyro oder Konfetti. Ja. Deine Signature-Sticks. Danke dir, Alte. Du hast schon recht, auf jeden Fall. Nur Hose und Hemd. Das hat ja jetzt fast das von kurzen so Schlafanzug. Schlafanzug mit kurzer Hose. Also, das ist so gedacht. Die Hosen, die sind so. Eigentlich sieht das so aus. Mahlzeit. Kannst du schon trotzdem weiter irgendwie auf? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, ich muss ja dann die Papiere reinmachen. Nein. Sieht man aus, dass das Ganze immer noch stehen kann. Sind wir das jetzt eigentlich auch nicht lieben? Ich habe das gerade wieder eingeholt wegen der Leiter. Hi! Bei diesem Modell sind diese Gummis zu vernachlässigen, die sind nur dazu da, um die Figur zu fixieren. Hier geht es darum, dass ich gern einen Musiker mit den Füßen oder die Musiker mit den Füßen auf LED-Panels stellen würde, dass sie quasi nur von unten beleuchtet werden. Da könnte man dann grafische Sachen drüber ballern, einfach nur Licht, also Hell- und Dunkelwechsel, vielleicht aber auch kleine Farbverläufe oder vielleicht auch etwas mit Videoinhalt. Dafür müssten meines Erachtens Holzkästen gebaut werden, auf denen oben dickes Plexiglas ist, um die LED-Panels zu schützen und gleichzeitig um eine Art Mini-Bühne, Mini-Lampenkasten herzustellen. Ich warte jetzt bis 80 Grad hat und dann gieße ich dir den nur mit 80 auf, dass das hier nicht. Weil ich will ja nicht, dass du hier an Plastikvergiftung stirbst. Ich bin noch nie in meinem Leben in Kuben. Bist du schon mal in Kuben gewesen? Jo. Ja. Der Kabelsalat ist so geil. Hau ab. Der Kreis, ich kann jetzt nicht mehr sehen. Kannst du mal bitte deine... Doch, ja. Gut. Guck, jetzt kommt die Taschenlampe. Ja, das ist ja gut. Okay, gut. Ja, das ist es. Gut. Das hier wäre eine Krankonstruktion, die verschiedene Einstellungen zulässt. Das hier wäre die Kamera, die im Breitformat den Musiker aufnimmt von der Seite. Und diesen Kran könnte man dann drehen und dann macht er einen 180-Grad-Schwenk oben drüber über den zu filmenden Musiker. Das hat optisch zur Folge, dass man der Musiker beim Beginn der Fahrt
richtig rumsteht, am Ende der Fahrt auf dem Kopf steht. Wenn man solche Aufnahmen aneinander reiht, sieht das so aus, als würde sich, würde der Musiker oben und unten in dieser Welt performen. Ob man das so einsetzt oder einfach nur die einzelnen Fahrten nimmt oder nur Ausschnitte aus den Fahrten, ist egal. Auf jeden Fall gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, wie hoch die Kamera, in welchem Radius sie um den Musiker fährt. Man kann es wahrscheinlich relativ schnell auch machen und fallen lassen. Also es kann recht dynamisch gehen, wenn die Kamera dementsprechend dann auch abgesichert ist, wenn der Kran auf der anderen Seite ankommt. Das wäre dann hier in dem Fall höhenverstellbar, in welcher Höhe man um das Objekt, um den Musiker herumfährt. Wäre auch gute Einsatzmöglichkeit fürs Schlagzeug. Gehe ich auch davon aus, dass es eher eine Sache ist, die ich dann für den Dreh mitbringen müsste. Kann jemand nochmal die Tankstellensituation in Österreich erläutern, bitte? Ich habe nicht mitgekriegt. Hier ist Maria Himmelfahrt. Das heißt, hier ist alles zu, inklusive Tankstellen. Was macht der Flüssigkeitshaushalt? Trinken, trinken, trinken. Denk dran. 11 Teile. 11 Teile? Hast du jetzt vor dir. 2x5 und einmal den 4. Schlimmer als Harry Potter. Ja, bitte, Sie wünschen. Ich wollte noch mal gucken, was du da so machst. Ach so, Zeit vertreiben. Puder mich! Bitte ins Licht, dass man auch sieht, dass du schön matt bist. Ja, genau. Guck mal, wie du glänzt. Ich sehe das jetzt schon, wie du glänzt. Vor allem oben auf der Stirn. Ja, mit dem Gehalt würde ich auch glänzen. Welchem Gehalt? Christian Gehalt. Der macht nämlich auch noch was Ordentliches zwischendurch. Ja. Verkauft getragenes Slips im Internet. Warte, die Nase noch. Warte, mach schön die Augen zu. Das ist bei uns beim Film. Ja, bei euch beim Film. Die Nase nochmal. Keine Lippen mehr. Genau. Für welches Video ist das? Staplerfahrer Klaus? Ich hol grad Bier rein. Kann mal jemand jemand die Nase pudern? Dieselben, die hergestellt haben, die haben auch die Bürosteuerungen und das sind halt die exaktesten. Das ist das der Standard weltweit, bei denen, die, was ich jetzt gekauft habe für die Büro. Und die arbeiten an einem Flüssigflammen, den gibt es schon. Prototypen gibt es schon seit einem Jahr, aber halt bis er wirklich getestet und serienreif ist, dauert es noch. Aber ich habe schon Fotos davon gesehen.
Eine lustige Geschichte von Heaven Shall Burn war sicher die erste Show, die es in Wien gab, oder zumindest eine der, die erste, wo ich war. Es muss ungefähr im unheiligen Jahr 2002 oder 2003 gewesen sein. In einem kleinen Laden, der EKH hieß. Und das Konzert wurde von Feministinnen organisiert, die ein großes Leintuch auf der Bühne hatten. Ne? Und da stand drauf, Girls, join the pit, take your space. Ne? Das taten die Damen dort auch und Mölle fühlte sich bemüßigt, ihnen zu sagen, passt auf die Mädels auf. Daraufhin hätte er fast so in die Fresse gekriegt. Ja, seitdem ist er da etwas vorsichtiger. Das ist wahrscheinlich die lustigste Geschichte, die mich mit der Band verbindet. Es gibt viele andere mit irgendwie Heaven Shall Burn, die erste Wall of Death auf dem Donaueselfest jemals produziert haben. Gasometer-Eröffnungen hier in der Halle, kleine Shows mit, das ist Sparta, eine 300-Show in der Wiener Szene, wo jeder Besucher von Mölle ein handgefertigtes T-Shirt bekam mit Bauchmuskeln drauf. Ne? Gibt es Fotos, die sind grenzgenial, man sieht nur eine Armee und alle Einspieler zwischen den einzelnen Songs waren irgendwie von Sparta, von dem Film. Ne? Also die Show fing an mit, oh, es war großartig. Wir wollen uns bedanken als Band, dass wir so geduldig mit dir waren. Wir haben hier wunderschöne zwei Tage verbracht, waren sehr produktiv und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir können alle sehr gespannt sein. Wir glauben auch, das wird ein gutes Hörspiel. Dass da ein Hörspiel, genau. Schön, danke, dass wir bei dir sein durften. Oh, das ist aber sehr nett, ich habe mich gefreut, dass ihr da wart und wie wir in Österreich so schön sagen, schönes da wart und nett bei mir da haben. Ja, da kommt ein Haufen Touristen hin, weil die das einfach sehen wollen. Ja. Ne, aber Guten ist, das ist nicht ein Guten, ist ein komplettes Neutrum. Was machst du hier für Brums? Die Band spielt alles First Take ein und dann sowas. Der Drummer. Schwächste Glied. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. So, ja. Jetzt geht's gleich nochmal los. Hast der fresh. Bügeln ist natürlich besser, ihr habt doch nicht gesagt, das ist... Mit Dampf, aber hier musst du drücken. Tsch. Reicht doch ab und zu mal. So. Wasser sparen. Also einstürzen in Neubauten? Kann ich. Oder was? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Lucky's up. So, ich bin jetzt dran mit dem Dreh. Das ist jetzt speziell von Chris und von mich gedacht und später dann nochmal in so einer Box drin, wie auch immer, mit LED-Lampen. Ja, und dann sind wir wahrscheinlich schon durch für heute, aber das zieht sich halt alles ein bisschen hin. Ja, schön, dass ihr dabei seid oder so. Also ihr seht, es ist viel, viel Arbeit, viel Nerv, macht auch Spaß, kreativ mal zu sein. Und ich ziehe auch wirklich den Hut vor den Leuten hier, die das immer alles umsetzen. Ist immer wieder spannend, aber naja. Ich bin froh, wenn es auch vorbei ist. Ich hoffe, es wird was Gutes draus und am Ende gefällt es allen. Aber in erster Linie soll es ja erst bei uns gefallen. Also, Jungs und Mädels, dann werde ich mal performen. Schon den Müll weggeräumt. Mach ich doch jetzt. Jetzt den Müll wegräumen. Bitte. Dafür bin ich wieder gut genug. Ja, jetzt sind wir fertig. Jetzt räumen wir mal den Müll weg von Ali. Wieso? Ich habe schon ganz schön viel weggeräumt, du Arschloch. Aber ich wollte jetzt einfach noch mal was Nettes für die Doku. Tja, der Zug ist wohl abgefahren.